Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr diesen süßen Rock selber nachstricken könnt. Ich hatte ja neulich einen Rock gehäkelt und dann wurde ich darum gebeten, dass ich mal einen Rock stricke und hier ist der Rock. Und zwar, wir haben hier oben ein Bündchen, ganz einfach mit zwei rechts, zwei links. Dann wird hier runter gestrickt, indem wir dann hier Zunahmen machen und zwar mit diesem Lochmuster. Das ist ganz einfach. Wenn ihr jetzt eine andere Größe habt, ich hinterlasse euch dann die Angaben wie immer in der Infobox. Es kann dann aber sein, dass bei anderen Größen hier die Zunahme dann nicht nach jeder 13. Masche, so wie hier zum Beispiel, stattfindet, sondern nach jeder 10. oder nach jeder 14., denn das hängt von der Maschenzahl ab, wie sie teilbar ist. Denn wir möchten ja schließlich dieses Muster auch regelmäßig in dem Röckchen haben, also müssen wir immer eine Teilbarkeit beachten. Das rechne ich euch aber aus, was möglich ist und hinterlasse ich euch dann auch in der Infobox, wie gesagt, für die anderen Größen. Gestrickt habe ich hier mit einem reinen Baumwollgarn von Hobby, das zeige ich euch gleich noch. Ich habe hier mit einer Stricknadel in der Größe Nummer 3 hier generell gestrickt, habe aber hier oben das Bündchen mit einer Zweier gemacht, damit das schön stramm sitzen kann, denn sonst rutscht das Kleidchen hier auch vom Popo. Wenn euch das zu stramm ist, dann nehmt ihr einfach eine Nummer größer, die ich hinterlassen habe. Denn hier bräuchte man ungefähr eine Taille von 44 cm. Also man muss es dann auch schon wirklich ziehen. Ich zeige euch das mal eben. 44, die Hälfte wäre dann 22. Da kommen wir auch auf jeden Fall hin, wenn wir hier schön dran ziehen, wie ihr seht. Ich halte das mal ein bisschen hoch. Also so sitzt das dann auch, damit das dann halten kann. Und jeder hat ja auch einen anderen Umfang. Das sollte aber auch bei kleineren Größen oder Umfängen auf jeden Fall auch passen. Ja, was ist noch wichtig? Also die Teilbarkeit, wie gesagt, das hinterlasse ich euch. Ich rechne euch das dann auch schon aus mit den Maschen für andere Größen. Vorausgesetzt, die Taillengröße passt dann. Ich schreibe das dann mit dabei, denn es gibt ja für jede Größe eine vorgeschriebene Taillengröße. Aber wie gesagt, oft ist das ja ganz individuell und jeder hat eine andere Größe oder andere Maße, sagen wir es so. Genau. Ja, ich glaube, das Wichtigste haben wir. Dann würde ich sagen, wir starten jetzt gleich mal direkt. Ach so, eine Sache fällt mir noch ein. Das habe ich euch aber auch im Video gesagt. Wenn ihr das Bündchen, wenn ihr jetzt ein ganz schmales Kind habt, das Bündchen, ihr merkt, das ist doch zu weit. Ihr könnt das auch ganz hoch stricken und dann näht ihr das hier einfach hinterher um. Also nur als Tipp, wenn das jemand machen möchte. Und dann könnte man hier so einen Gummizug hier durchziehen. Ein Stückchen hier auflassen, damit man das hinterher am Ende hier dann noch verschließen kann nach dem Durchziehen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. So könnte man das dann machen. Ja, ansonsten sage ich jetzt mal viel Spaß beim Stricken. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los und okay, los geht's. Für unser Röckchen benutze ich hier heute von Hobby die Baumwolle und zwar die dünne, die vierfädrige. Sie heißt Rainbow, besteht aus 100% Baumwolle und ich habe hier mal eine eigene Maschenprobe gemacht, denn hier steht 10 cm sind 27 Maschen. Also ich komme mit einer Dreiernadel. Wir stricken hier auf jeden Fall mit einer Nadel in der Größe 3, wobei wir mit einer kleineren, mit einer Zweier für das Bündchen starten, aber mit der Dreiernadel habe ich hier auf 10 cm 24 Maschen. Das sollte bei euch auch ungefähr so hinkommen. So, wir haben hier 50 Gramm hat dieses Knäuel und da sind dann 170 Laufmeter drauf. Man kann die Wolle mit einer Nadelstärke 2,5 bis 3,5 stricken oder häkeln und man kann das Garn bei 40 Grad waschen. Die meisten von euch kennen das auch. Ich habe schon gehört, dass viele das nutzen. Das ist wirklich auch ganz toll. Ja, wir starten jetzt, also in unserer Größe habe ich das jetzt abgerundet, dass die Maschenzahl teilbar durch 13 ist. Wenn ihr jetzt eine andere Größe strickt, wobei ich rechne euch ja auch andere Größen dann aus, aber basierend auf diese Maschenprobe und mit einer Nadelstärke Nummer 3. Dann könnt ihr alle Angaben so entnehmen, wie ich sie in der Infobox hinterlasse, für die anderen Größen. Dann könnt ihr das haargenau so mitmachen, nur dann mit euren Angaben. So, ich würde sagen, wir starten jetzt hier einfach mal. Wir nehmen jetzt erstmal unsere Maschen auf und zwar benötigen wir jetzt 104 Maschen. Ich mache hier mal eine Schlaufe.
Wie gesagt, wir starten jetzt mit einer kleineren Nadel für das Bündchen, damit das auch wirklich schön elastisch bleibt. Das soll sich ja dann auch ziehen. So, das Bündchen werde ich dann auch mit zwei rechts, zwei links stricken. Aber erstmal nehmen wir jetzt hier unsere 104 Maschen auf. Ich zeige euch eben nochmal, wie ich die Maschen aufnehme. Ihr macht das natürlich so, wie ihr möchtet. So, ich gehe hier durch, ziehe mir eine Schlaufe raus und lege sie ab. Ab jetzt gehe ich immer zwischen den letzten zweien hier durch, hier in der Mitte, ziehe mir wieder einen Faden raus und lege ihn wieder einfach ab. So, und immer wieder gehe ich hier zwischen, hole mir eine neue Schlaufe und lege sie dann wieder ab. Und so weiter. Und das mache ich jetzt, bis ich 104 Maschen habe und dann treffen wir uns wieder. So, wenn wir jetzt hier unsere 104 Maschen haben, dann schließen wir jetzt gleich unsere Runde. Wir müssen gleich sicherstellen, dass hier alles gerade drauf ist. Aber erstmal werden wir jetzt ungefähr bei der Hälfte hier, ziehen wir hier unser Band von der Nadel raus. Also es muss nicht genau die Hälfte sein, denn wir arbeiten ja jetzt in Runden und wir machen das mit dieser Rundstricknadel weiter. So, das heißt, also hier, das muss auf jeden Fall gerade sein, wenn wir das jetzt schließen. Da müsst ihr dann noch mal genau gucken. Wir ziehen jetzt, denn die stricken wir jetzt hier im Grunde genommen ab, hier wo der kurze Faden ist. Den Faden nehmen wir uns jetzt gleich und jetzt müssen wir alles ganz gerade machen. Sonst müssen wir hinterher wieder von vorne anfangen. So, mal eben gucken. Das ist nämlich jetzt hier ein bisschen verdreht. So wäre das gerade. So, das ist ganz wichtig, dass ihr das jetzt hier so gerade dreht und haltet das dann fest. So. Das muss einmal hier so rumgehen. Ja, ich halte das jetzt an beiden Enden fest, denn die drehen sich dann immer so ein bisschen. So, was wir jetzt machen, wir ziehen hier. Hinterher kann man die Schlaufe auch durchziehen, aber am Anfang ist das jetzt hier erstmal so ein bisschen einfacher. Hier auf der vorderen Nadel, hier müssen die Maschen drauf sein. Da ist das kurze Band. Dieses hier nehmen wir gleich zum Abstricken, dieses hintere. Und hier ziehen wir uns jetzt die Nadel raus. So, festhalten, damit sich hier nichts dreht. Alle schön zusammenlassen. So, ich lege mir dann immer beide Teile so zusammen. Und wir verbinden jetzt im Grunde genommen dieser lange Faden, mit dem wir stricken. Der kommt ja von hier hinten, da wo wir jetzt das Band durchziehen. Und jetzt stricken wir einfach von dieser Nadel hier mit dem kurzen Faden ab. Das heißt, so Band so weit rausziehen, wie ihr das benötigt. Wir nehmen uns hier das lange Band und stricken jetzt erstmal einfach ab. Jetzt kommt hier erstmal das Bündchen. Wir stricken jetzt zwei rechts, zwei links. Also hier schön fest anziehen. Eins und zwei. Also keine Angst, hier entsteht die interne Lücke, die nähen wir zu. Man kann auch sonst eine Masche mehr aufnehmen, die dann hinterher mit auf die andere Nadel nehmen zum Schluss und dann strickt man zwei zusammen ab. Dann entsteht hier keine Lücke, aber ich lasse das immer so, weil der Faden wird sowieso vernäht und dann verschwindet das auch. Also zwei rechts, zwei links. Und so seht ihr, kann man auch mit der Rundstricknadel solche kleinen Runden machen. Ihr könnt natürlich auch ein Nadelspiel dafür nehmen, aber das geht hiermit genauso. Ich halte die beiden Bänder immer so ein bisschen zusammen, dann ist das einfacher. Und wieder zwei rechts und zwei links. So, das machen wir jetzt, bis wir die Nadel hier abgestrickt haben und dann zeige ich euch, wie man auf die andere Seite kommt. Also immer zwei rechts, zwei links. So, ich bin jetzt hier fast am Ende der Nadel. Ich bin jetzt hier dran mit zwei rechts. Zum Schluss kann sein, dass das bei euch anders hinkommt, dass ihr noch eine rechts habt oder eine links oder zwei links.
So, und dann müssen wir gleich natürlich in dem Verlauf weitermachen. Ich hatte jetzt zwei rechts, also gleich mache ich zwei links. So, und dann gehen wir jetzt auf diese Seite, wo quasi die Maschen nur auf dem Band sind. Und jetzt müssen wir tauschen. Jetzt wollen wir ja hier weiter stricken. Das heißt, wir ziehen hier hinten weiter raus. Jetzt kommen nämlich die auf die Nadel, die Maschen, die gerade auf dem Band waren. Wir tauschen jetzt die Seiten. Muss man eben von hier ein bisschen drücken, weil das ein bisschen stramm ist bei mir. So. Ah, das soll natürlich nicht passieren, dass die Maschen hier verloren gehen. Mal eben schnell wieder einsammeln. Ich glaube, es ist gut gegangen. Ja, scheint gut gegangen zu sein. Zwei rechts, zwei links, zwei rechts. Ja, da habe ich Glück gehabt. Ihr seht, auch mir passiert das. Also die schon mal ein bisschen nach hinten. ja, also die, die vorher auf dem Band waren, sind jetzt auf der Nadel. Und jetzt, die hier, die wir eben gestrickt haben, jetzt ziehen wir hier das Band raus. Hier hinten ist auch der lange Faden, mit dem wir weiter stricken müssen. Wir verfahren jetzt eben mit demselben Prinzip weiter. Ihr zieht jetzt so lange an dem Band, wie ihr das jetzt braucht. Ich halte die zwei hier so ein bisschen zusammen, damit hier auch keine Lücke entsteht. Ich hatte zuletzt zwei rechts. Ihr müsst jetzt auf euren Verlauf achten. Also mache ich jetzt mit zwei links weiter. Das heißt, jetzt ist diese Nadel dran mit zwei links. Eins, zwei. Also es ist genau dasselbe. Wir haben nur die Nadel eben gedreht und haben die Seiten gewechselt, damit jetzt das weiter abgestrickt werden kann. Und dann wieder zwei rechts. Die ersten zwei Reihen sind vielleicht ein bisschen mühseliger und dann geht das aber wie von alleine. Ihr werdet sehen, das ist dann wirklich ganz einfach. So, und das macht ihr auch bis zum Ende und da treffen wir uns nochmal wieder. So, ich bin jetzt hier bei den letzten zwei Maschen. Die sind immer ziemlich eng beieinander und das ist auch sehr eng hier am Ende. Macht vorher, das mache ich auch immer mit den Fingern, die erst weitet die mal so ein bisschen auseinander. Dann kommt ihr hier auch besser zwischen. So, wir enden mit den letzten zwei Maschen, zwei links. So sind wir dann wieder richtig in unserem Musterverlauf für unser Bündchen. Das war die zweitletzte, hier ist die letzte. So, das ist die kleine Lücke, von der ich gesprochen habe. Die werden wir jetzt gleich aber auch schließen. Das sieht man hinterher nicht mehr, wie gesagt. Ja, und dann geht es weiter. Das heißt, wir tauschen jetzt wieder die Nadeln. Also man kann jetzt auch mittlerweile, ich ziehe hier mal eben das Bändchen ganz durch. So, ich habe das jetzt nicht mehr durch die Hälfte. Was ich jetzt mache, weil das wäre jetzt eigentlich breit genug, dass ich auf beiden Nadeln die Maschen sogar lassen kann, dass ich mir jetzt hier einfach ein Stückchen Band rausziehe. Ich ziehe mir hier ein Stückchen Band raus, lasse sowohl auf der einen wie auch auf der anderen Nadel die Maschen. Vielleicht ist euch das dann jetzt auch lieber. So, und dann könnt ihr ganz normal abstricken, nur dass ihr hinten dieses Band rausguckt. Dann habt ihr auch, vielleicht ist euch das, wie gesagt, vielleicht ist euch das so angenehmer zum Stricken. Dann hat man auf beiden Seiten hier die Maschen drauf. So, das, ihr legt euch dann die Arbeit so richtig rum, so ganz normal, wie ihr immer strickt. Wie gesagt, nur dass da hinten dieses Band rausschaut. So, jetzt sind wir am runden Start wieder. Wir wissen, dass hier der runde Start ist. Hier unten ist das kurze Bändchen. Ich werde mir aber trotzdem einen Markierer jetzt hier reinpacken oder ein Stückchen Wolle, wenn ihr keinen Markierer habt, damit wir immer den runden Start und das runde Ende hier immer signalisiert haben. So, und dann starten wir wieder mit zwei Maschen rechts. Jetzt wird das Bündchen ganz normal in seinem Verlauf gestrickt. Zwei Maschen rechts, zwei Maschen links. Hier schön anziehen den Start. Also hier ist auch kaum jetzt eine Lücke geblieben, weil das so eng beieinander war. So, und das macht ihr jetzt Runde für Runde. Also jetzt machen wir erstmal nur das Bündchen hier mit unserer Zweiernadel. Es wird jetzt schon immer einfacher zu stricken, desto weiter wir kommen. Das war diese erste Runde, ist immer so ein bisschen
kurbelig. Und wie gesagt, macht euch das auch ruhig so. Vielleicht ist euch das lieber so zum Stricken. Und jetzt strickt ihr rund um Runde, zwei rechts, zwei links, das Bündchen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ihr die Höhe des Bündchens erreicht habt, so wie ihr sie haben möchtet. Als Tipp, ich würde die lieber ein bisschen breiter machen, damit das nicht runterrutscht, damit es wirklich stramm sitzt. Noch ein anderer Tipp, man könnte es auch ganz breit machen. Und wenn ihr Angst habt, dass das zu sehr irgendwann nachlässt, könnte man das auch vernähen und dann von innen einen Gummizug reinnähen. Das geht natürlich auch. Das könnt ihr euch überlegen. Also ich mache jetzt ein ganz normales Bündchen, werde das ungefähr so in dieser Höhe hier machen, damit das schön in der Taille sitzt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe bei dem Bündchen jetzt die Höhe erreicht, die ich erreichen wollte. Ich sage euch das mal eben in Zentimetern. Ich habe jetzt hier genau 5 cm gestrickt und in Runden, ich muss mal eben hier gucken, habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, wenn ich mich nicht verzählt habe. 20 Runden, 5 cm. Was man jetzt machen könnte, das meinte ich eben, wenn man das hier noch elastischer haben möchte, man kann hier auch hinterher das umnähen. Dann könnt ihr das hier 1:1 miteinander verbinden. Das könnt ihr dann schön von innen. Lasst euch dann so ein Stückchen frei, damit ihr ein Gummiband dadurch ziehen könnt. Dann wäre das natürlich, sitzt das noch ein bisschen enger hier oben am Bund. Das nur als Tipp oder ihr lasst das jetzt so. Also deswegen könnt ihr ja hier auch das Bündchen variieren. So, jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Was wir jetzt machen, wenn wir hier die Runde abgeschlossen haben. Mir fehlen hier noch zwei Maschen. Ich ziehe mal wieder hier ein Stückchen von dem Band raus. Ich hatte hier schon gestoppt, damit mir der Markierer nicht immer runterfällt. So, denn ab da, wenn ihr jetzt die Höhe erreicht habt, dann wechseln wir auf die Nadel in der Stärke Nummer 3. Also so, hier ist Rundenstart. Das heißt, ich nehme jetzt meine Dreiernadel. So, und stricke mit der jetzt hier einfach ab. Und zwar jetzt, wahrscheinlich wird er gleich sowieso hier runterfallen, jetzt stricken wir einfach nur noch alles rechts. Also wenn ihr die Bundhöhe erreicht habt, dann nehmt ihr die größere Nadel, die Dreiernadel und strickt mit der erstmal eine Runde alles rechts ab. So, nach der Runde treffen wir uns gleich hier am Ende wieder. So, wenn wir dann hier unsere Runde hier komplett rechts gestrickt haben, dann starten wir jetzt auch mit den Zunahmen. Wer das Haar genau so gleich macht, teilbar durch 13, also so hinterlasse ich auch die Maschenzahlen, wer sich das nicht selber ausgerechnet hat. So, dann machen wir nach jeder 13. Masche eine Zunahme, indem wir einfach einen Umschlag legen. Ich möchte aber nicht die Zunahme direkt am Anfang oder am Ende des Rundstarts haben, sondern ich stricke jetzt erstmal 6 Maschen. So möchte ich gerne starten, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, denn dann enden wir und starten nicht, wie gesagt, mit dem Umschlag, sondern das kommt dann hier nach. Und wir haben jetzt immer dieselben Abstände, weil wir auf die Teilbarkeit hier geachtet haben. So, und jetzt machen wir den Umschlag, wichtig, damit auch dieses Lochmuster entsteht, von vorne nach hinten legen wir einen Umschlag. So, und ab jetzt zählen wir 13 Maschen, das heißt, wir stricken, also wir legen das hier drüber und stricken einfach rechts weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13. So. Und nach jeder 13. Masche wird wieder dasselbe gemacht. Ich lege mir wieder einen Umschlag. So habe ich hier automatisch eine Zunahme und es entsteht dieses Lochmuster. Und wir starten wieder zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, und 13. Und wieder nach der 13. Masche legen wir einen Umschlag. So, und das machen wir jetzt die ganze Runde entlang, bis wir hier hinten angekommen sind. Irgendwo hier
Wir hatten 6 Maschen gemacht, dann müssten 4 plus 3, 7. 7 Maschen vorher müsste hier der letzte Umschlag sein. Da müsste zwischen dem letzten und diesem ersten Umschlag auch genauso 13 Maschen sein. Ja, das macht ihr jetzt die ganze Runde entlang. Wir treffen uns hier am Ende wieder. So, wenn wir am Ende angekommen sind, wie gesagt, sollten hier zwischen dem letzten Umschlag und dem Start 7 Maschen noch sein. Wo war der Umschlag? Hier. 2, 4, 6, 7. Dann passt das haargenau. Dann haben wir hier halt zwischen diesen Lochmuster immer denselben Abstand. So, und jetzt stricken wir 2 Runden komplett ohne Zunahmen. Wir stricken jetzt einfach einmal alles rechts ab. Auch über die Umschläge. Mal eben gucken, wo er kommt. Das machen wir mal eben zusammen. Da seht ihr das. Das fällt so ein bisschen größer aus. Das ist auch richtig. Da entsteht hier dann das Lochmuster. Das strickt ihr einfach ganz normal rechts ab. So, und das machen wir jetzt 2 Runden entlang. Alles rechts abstricken und dann treffen wir uns gleich hier wieder. So, wir haben dann jetzt unsere 2 Runden einfach in glatt rechts hier drüber gestrickt. Ich habe schon mal 3 Maschen weiter gestrickt. Und jetzt kommen weitere Zunahmen. Und zwar werden wir immer eine Masche vor dem Lochmuster, das heißt hier schon stoppen und hier wieder einen Umschlag legen und die eine Masche danach. Das heißt, 3 Maschen sind dann immer zwischen dem Lochmuster, werden hier rechts gestrickt. So wird das dann immer auch weitergeführt. Wir machen das am besten mal zusammen. Wir halten hier, also wir sind ja schon fast hier, wir stricken bis eine Masche davor. Das ist die Masche direkt über dem Lochmuster, das ist die Masche davor. Da vor und jetzt legen wir wieder einen Umschlag von vorne nach hinten, damit unser Lochmuster wieder entsteht. Wir stricken diese 3 Maschen 1, 2, 3, denn die dritte ist auch wieder die Masche danach, nach dem Lochmuster, genau wie hier vor. Und auch jetzt legen wir wieder einen Umschlag von vorne nach hinten. Dasselbe machen wir beim nächsten Lochmuster. Wir stricken mal eben zusammen weiter. Da hinten kommt es. So. Noch eine Masche stricken. So, wir sind wieder eine Masche hier vor dem Lochmuster. Das ist die Masche direkt darüber. Das ist die Masche danach. Und hier legen wir wieder einen Umschlag. Wir stricken die nächsten 3 Maschen. 1, 2, 3. Rechts ab. Und jetzt legen wir wieder einen Umschlag. So, und das machen wir jetzt so auch die ganze Runde entlang bei jedem Lochmuster. Die Masche davor, ein Umschlag, die 3 Maschen dann abstricken, dann ist man die Masche bei der Masche danach auch und dann wieder ein Umschlag. Und danach stricken wir wieder erst 2 Runden komplett ohne Zunahmen und dann treffen wir uns nochmal wieder. Also die Runde so beenden. Mit den Zunahmen, danach 2 Runden ohne Zunahmen, einfach nur alles glatt rechts. So, wir haben hier unsere Lochmuster, mittlerweile diese beiden. Wir haben immer diese 3 rechten Maschen hier zwischen dem Lochmuster. Das werden wir jetzt auch so beibehalten und ihr habt nach dem letzten Umschlag 2 Runden nochmal in glatt rechts hier drüber gestrickt. Das machen wir immer, dass wir nach den Umschlägen immer 2 Runden in glatt rechts stricken. So, und jetzt stricken wir bis zu dem Vorloch. Und zwar genau bis zu der Masche jetzt auch, weil wir möchten immer diese 3 Maschen hier zwischen haben. Also ab jetzt machen wir in den Runden, wo wir unsere Zunahmen machen, immer stricken wir bis genau über dem Loch. Wir legen wieder unseren Umschlag. Wir stricken wieder unsere 3 Maschen. 1, 2, 3. Wir sind dann wieder genau hier über dem Loch. Wir legen unseren Umschlag und wir stricken weiter bis zum nächsten Lochmuster. Das können wir ja noch einmal zusammen eben machen. So, da sind wir. Das heißt, wir stricken genau hier bis über dem Loch. Wir legen unseren Umschlag. Dann haben wir wieder unsere 3 Maschen dazwischen. 1, 2, 3.
Wir legen wieder unseren Umschlag und wir stricken weiter bis zu dem nächsten Lochmuster. So, und das machen wir jetzt so einige Runden lang, bis wir die Weite bei unserem Röckchen erreicht haben. Also das heißt, ihr macht jetzt diese ganze Runde, führt ihr sofort mit den Umschlägen. Danach strickt ihr wieder zwei Runden komplett ohne Umschläge, aber so einfach glatt rechts drüber stricken. Danach macht ihr wieder genau dasselbe. Also es wird jetzt immer nach diesem Prinzip hier, werden hier die Zunahmen gestrickt mit den Lochmuster, sodass immer diese drei Maschen dazwischen sind. Und dann sehen wir uns gleich nach einiger Zeit wieder. Ich sage euch dann, wie viel Zunahmen ich gemacht habe. Bis das Röckchen hier, man sieht das jetzt schon, dass das hier schon so ein bisschen weiter wird, bis wir die nötige Weite erreicht haben. Ja, dann jetzt erstmal viel Spaß beim Rundendrehen und bis nachher. So, ich habe jetzt seit Start hier der Zunahmen insgesamt 7 Stück gemacht, wenn man dieses erste Loch mitzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier versteckt sich das 7. Da habe ich gerade noch einen Umschlag gemacht, also 7 Zunahmen mit dem ein hier inklusive. Das würde mir jetzt am Weite reichen. Ihr könnt das natürlich auch noch weiterhin so machen. Wenn ihr das noch volumiger haben möchtet, dann macht ihr noch entsprechend mehr Runden mit den Zunahmen. Ansonsten, wer das jetzt genauso macht, der strickt jetzt einfach Runde um Runde rechte Maschen hier weiter. Ich melde mich dann, wenn ich die Länge erreicht habe. Und genau, ihr macht das jetzt so lang, wie ihr das möchtet. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir die Länge erreicht haben, wieder. So, ich habe das Röckchen jetzt so weit weiter gestrickt, dass ich jetzt hier die Länge erreicht habe, dass wir hier unten noch so einen krausen Rand dran machen. Und zwar habe ich jetzt gemessen vom Bund, sage ich mal, das hier soll ja schön hoch sitzen. Also hier vom Bündchen aus ein bisschen dran ziehen, haben wir jetzt ungefähr 16 cm. So, ihr macht natürlich die Länge, wie ihr möchtet. Vielleicht möchtet ihr auch ein langes Röckchen machen, dann strickt ihr einfach noch ein paar Runden weiter. So, und dann, wenn ihr die Länge ungefähr erreicht habt, dann kommt jetzt unser Rand. So, und zwar, wenn wir hier am runden Start sind, so eine Masche fehlt mir noch, so dann stricken wir jetzt im Wechsel eine Runde links, also wir starten mit linken Maschen jetzt, um den krausrechten Rand zu bekommen. Die ganze Runde, alle Maschen links. Und wenn wir dann wieder hier am runden Start sind, machen wir wieder eine Runde rechts. Danach machen wir wieder eine Runde links und das macht ihr so lange, so hoch wie euer Rand hier unten werden soll. Mal gucken, ich mache 2 oder 3 krause Rippenrunden. Ich sage euch gleich Bescheid und jetzt stricken wir erstmal, wie gesagt, im Wechsel so jetzt immer weiter in Runden. So, ich habe jetzt hier unten 3 Runden kraus rechts gestrickt, 1, 2, 3 und die letzte Runde nochmal in rechts. So, und zwar jetzt, also ich kann den Markierer hier schon mal weg. Packen, denn wir schließen jetzt hier unsere Arbeit und zwar wie folgt. So, wir stricken 1, 2 nach dem Markierer. Wir verschließen. Jetzt zählen wir mit und zwar Nummer 1, Nummer 2, also wir ziehen immer die vorletzte Masche über die letzte. Nummer 3. Und wenn wir bis 3 gezählt haben, also 3 verschlossen haben, dann gehen wir hier zwischen den nächsten beiden Maschen, holen eine neue raus, legen sie einfach auf die Nadel ab und jetzt zählen wir wieder von vorne. 1, 1, also das war Nummer 1 hier verschlossen, Nummer 2, wird verschlossen und Nummer 3 wird verschlossen und dann holen wir uns wieder unseren Faden. Wir gehen wieder hier zwischen rein, zwischen den beiden Maschen hier, holen uns wieder einen Faden, legen ihn einfach hier auf die Nadel ab, so stricken ihn dann und das ist dann wieder Nummer 1.
dann Nummer 2, die wir verschließen. Und Nummer 3, die wir verschließen. Also immer bis 3. Und dann nochmal. Nach dem dritten verschlossenen gehen wir wieder hier zwischen, holen uns wieder eine neue Masche hier raus, legen sie einfach ab. So, und dann zählen wir wieder von vorne. Wir verschließen Nummer 1. Wir verschließen Nummer 2. Und wir verschließen Nummer 3. So, und das machen wir die ganze Runde entlang. Ihr seht, jetzt entstehen schon hier so kleine Wellen. Also immer 3 verschließen und dann, jetzt wäre wieder der Faden dran, immer wieder neu den Faden holen. So, und dann würden wir jetzt wieder von vorne zählen. Dann treffen wir uns gleich hier am Ende wieder. Wenn wir dann hier am Ende der Runde sind, dann kommt das bei mir so hin, dass ich hier nochmal ganz zum Schluss hole ich mir hier nochmal eine Masche raus. So, und schließe jetzt die letzten Maschen hier. Na? So, also es sollte zum Schluss so ungefähr hinkommen. Wenn ihr dann auch nur 2 dazwischen verschlossen habt, dann ist das auch gut. Ich würde auf jeden Fall zum Schluss das nochmal so machen. Hier, das vernähen wir dann hinterher und dann kommt das auch, ziehen wir das so rüber und dann passt das schon ganz gut. So, wir schneiden jetzt auf jeden Fall hier am Ende unseren Faden ab. So, sichern ihn. Ja, und dann bleibt uns nur noch die Fäden zu vernähen. Also hier, wie gesagt, das vernähe ich dann hier schön so rüber. Dann haben wir hier einen schönen Anschluss mit unseren Wellen und ziehe das dann hier hinten auf der Innenseite, den Faden in die eine und in die andere Richtung nochmal durch. Ich würde sagen, wir vernähen erstmal eben hier unsere Fäden und dann sehen wir uns ganz zum Schluss nochmal wieder. Wir können das ja auch nochmal eben hier zusammen machen, wie ich sagte am Anfang. Das ist nicht schlimm, dass hier so eine kleine Lücke entsteht, denn wir verschließen das jetzt sowieso hier, ob so rum oder so rum. Wir ziehen das hier sowieso mal eben einmal in die Richtung. Dann gehe ich nochmal in die andere Richtung. Und nochmal so. So, und wie ihr seht, ist dann hier alles verschlossen. Hier sieht man jetzt gar keine Lücke mehr. So, wir vernähen den Faden jetzt von innen. Den zieht ihr dann hier einfach. Die eine und in die andere Richtung. So, dasselbe macht ihr mit dem Faden, den ihr hier unten habt. Den legt ihr dann schön hier so, wie gesagt, zieht ihr so ein bisschen rüber und vernäht ihr hier so rüber. Dann geht das hier alles ineinander über und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wenn ihr dann ebenfalls alle Fäden vernäht habt, dann haben wir es geschafft mit unserem Röckchen. Ich finde, das ist wunderschön geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben. Ich freue mich über jeden, der mich abonniert. Und wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren Videos von mir. Dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!